Es sind vor allem Drogenkriminelle und Hehler, die Mario Forster ans Messer liefert. Die große Chance, in noch ganz andere kriminelle Kreise vorzustoßen, eröffnet sich, als er in seiner Stammkneipe in Deggendorf sitzt. Dort ist Forster gerade hingezogen und dort kommt es zu einer Begegnung, die ihn noch interessanter fürs bayerische LKA macht. Forster hatte in dem Kaff, in dem er damals lebte, irgendwo in Bayern eine Stammkneipe. Und wie er schon berichtet, ist er so ein Typ, mit dem man gerne mal ein Bier trinkt oder auch einen Schnaps. Da hat mir einer zugequatscht, stundenlang. Den habe ich auch nicht verstanden, weil der so extrem undeutlich Oberpfalz hat. Und man hat auch gemerkt, dass nicht viele Hirnbindungen da sind. Und irgendwann sagt er mir, ist für eine Bandido. Ich dachte, ja, super. Ich bin vom Heimatclub. Also irgendwann war es aber okay, da konnte ganz gut. Wir haben zwei, dreimal gefeiert. Und das habe ich meinem Vorgesetzten gesagt. Ich war gestern wieder mit dem und dem saufen von der Bandidos und dann ging das los. Von wem? Bandidos, den und den. Wie er mir damals erzählte, da haben sie beim Bayerischen Landeskriminalamt ein feuchtes Höschen bekommen. Ich sage, bleib doch mal dran, sagt er. Also ich soll an dem dranbleiben. Huschel dich mal schon ein bisschen ran. Aber ich halte erst in München Rücksprache. Ich wurde ruckzuck zu einem am Freitag ins Clubhaus eingeladen. Der Bandidos in Regensburg. Ich sage, soll ich da hingehen oder nicht? Wenn ja, musst du mich bezahlen. Da sagen die, warum soll ich dich bezahlen? Weil ich sonst nicht hingehe, habe ich gesagt. Stundenlohn, aber ich gehe nicht hin. Also ist er nach München mit negativ gelaunt, weil ich wieder Geld wollte. Kam auch zurück und war Feuer und Flamme. Ja, dranbleiben und München, die machen eine Rolle vorwärts, rückwärts. Genau das hat er gesagt. Und dann ging das halt los. Weiß Forster, mit wem er sich da einlässt? Die Bandidos wurden 1996 in Texas gegründet und gelten neben den Hells Angels als die gefährlichste Rockergruppierung der Welt. Auch in Deutschland liefern sich die beiden Motorradclubs brutale Auseinandersetzungen. Meist geht es dabei um Revierkämpfe. Ihr Geschäftsgebiet? Drogenhandel, Menschenhandel und was der Gesetzgeber sonst noch so verbietet. All das kann Mario Forster aber nicht abschrecken, sich mit den Regensburger Bandidos einzulassen. Sein Kontakt zu den Rockern wird immer intensiver. Und dann haben Bandidos mir angeboten, ob ich Hangaround werden möchte. Du kannst hinkommen, kannst reingehen, auch an nicht offene Tage und so, musst aber da helfen. Also nö, das mache ich nicht. Ich bin kein Hausmeister. Was ist mit euch los? Da war ich ja schon mit Bandido mit dem Präsi schon ein bisschen so auf Tuchfühlung und das hat funktioniert. Und das habe ich im LKA erzählt. Und das ließ dich schier verrückt werden beim Bayerischen Landeskriminalamt. Und deswegen nehme ich an, waren Sie auch relativ schnell bereit, relativ verrückte Zugeständnisse zu machen an die V-Person Mario Forster, der sagte, na, wenn ihr wollt, dass ich da jetzt wirklich einsteige, dann gibt es ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und die waren einigermaßen spektakulär. Wer Probemitglied, auch Prospect genannt, in einem Rockerclub werden will, braucht nicht nur ein vorzeigbares Motorrad, sondern auch entsprechende Kleidung. Für den gewieften Mario Forster die Gelegenheit, beim bayerischen LKA noch mal extra Geld zu machen. Die Kutte habe ich von Bandidos gekriegt, habe sie mir vom LKA bezahlen lassen. War es ja Pflicht, die Kutte. Danke an meine Vorsätzen. Er hat dann relativ schnell gesagt, gut, wenn ich da jetzt mitfahren will mit denen, dann brauche ich eine Harley. Also kaufte ihm das Bayerische Landeskriminalamt eine Harley Davidson. Das Prospect Badge hat das LKA auch bezahlt mit 800 Euro. Ja, da war ich halt Prospect. Da sieht man, da ist er sehr schadenfroh. Ja, die haben mir das bezahlt, das haben sie verdient und das ist das Mindeste. Eine Rocker-Grundausstattung auf Behördenkosten. Doch dabei soll es nicht bleiben. Als Chauffeur seines Bandido-Präsidenten braucht er noch eine schwarze Limousine. Das bayerische LKA übernimmt auch diese Kosten. Bevor ich da putze,
oder ausschenke, fahre ich da lieber mit dem Präsidenten ein bisschen spazieren. Als er dann wenige Wochen später sich so vorgearbeitet hatte, dass er dem lokalen Präsidenten der Bandidos in Regensburg als Fahrer dienen durfte, hat er gesagt, naja, ich kann Ihnen ja schlecht mit der Harley fahren, ich brauche ein richtiges Auto, also besorgt mir doch mal bitte eine E-Klasse. Also besorgt das Bayerische Landeskriminalamt ihm eine E-Klasse und natürlich der deutsche Beamte, da fließt der Sprit, auch noch eine Tankkarte, auf die er so viel tanken konnte, wie er nur wollte. Forster hat sich an den Rockerchef herangeschlichen. Dafür will er gut bezahlt werden. Ich hatte 2 Stundensätze. Eine, wenn ich alleine unterwegs bin, und einen Stundenlohn, der viel höher ist, wenn ich mit meinen Dealers zusammen bin. Und deshalb habe ich auch richtig gutes Geld verdient. Bei all den Kosten und dem Aufwand stellt sich die Frage, wie wichtig seine Insider-Informationen für das bayerische LKA waren. Was konnte er ihnen liefern? Wenn es was zu besprechen gibt zwischen der Führungsebene und meinem Präsi, dann sitzt der Prospekt draußen am Tresen und trinkt eine Cola, weil wir haben Alkoholverbot. Und der Präsi ist im Member-Room oder irgendwo, das kriege ich sowieso nicht mit. Da wird er einen Teufel tun, im Normalfall mir was zu erzählen. Was niemand weiß bis heute, der hat mir alles erzählt. Aber ich werde der Teufel tun, was ich noch vom Hörensagen weiß, irgendwo weiterzugeben. Ich habe das nie weitergegeben, weil das mir auch alles immer zu abenteuerlich war. Natürlich haben sie ihn, weil sie sehr misstrauisch sind, am Anfang jetzt nicht in den Inner Circle vorgelassen und haben ihn auch nicht an den Straftaten beteiligt. Ob das wirklich so war, werde ich später erfahren. Hat Mario Forster auch die Rocker verraten? Wenn ja, was droht ihm dann? Die Bandidos in Regensburg kann ich nicht mehr fragen. Der Club wurde mittlerweile verboten und der Präsident mit einer neuen Identität ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Er hatte über seine Rockerbrüder ausgepackt. Aber in Köln gibt es eine Rockergruppierung, die mich empfängt. Brothers MC. Brahim ist der Gründer und World President des Clubs. Früher war er selbst bei den Bandidos als hoher General. Nach seinen Angaben hat sein neuer Club mittlerweile schon rund 500 Mitglieder, eine eingeschworene Gemeinschaft. Sein Bruder Ivan bekleidet den Posten des National Secretary, des Generalsekretärs. Die Brothers MC sagen sich von allen illegalen Machenschaften los und seien nicht vergleichbar mit den Bandidos oder den Hells Angels. Aber die Strukturen eines Rockerclubs sind vergleichbar. Die Mitglieder haben einen strengen Ehrenkodex und geloben, immer füreinander einzustehen. Vertrauen ist hier oberstes Gesetz. Wie hat Mario Forster es geschafft, so lange Zeit das Vertrauen seines Clubs zu genießen und es gleichzeitig unbemerkt zu missbrauchen? Und Action! Die Brothers MC waren mir vorher kein Begriff. Dafür scheinen sie mich zu kennen. Tag! Hallo. Hi, grüß dich, Ivan. Grüß dich. Tag. Da geht's rein, ja, genau. Das sind die. Alter, was Schönheit. Dann gehe ich vor. Aber du hast Eier, leck mich am Arsch. War kein Spaß, was du schon gemacht hast. Alles klar. Zum Verständnis, gemeint sind meine bisherigen Experimente. Ein Tag unter Rockern gehörte bislang nicht dazu. Du warst bei den Bandidos, ne? Korrekt. Warum verlässt man die Bandidos? Ich habe immer gedacht, die kann man nie verlassen. Wenn du einmal Mitglied bei den Hells Angels oder den Bandidos bist, dann kommst du da nicht mehr raus. Mhm. Kommt immer darauf an, ne, wie man da rausgeht und aus was für einem Grund man rausgeht. Ne? Du bist jetzt grün, ne? Also wenn man so einen Club verlässt, dann kriegt man eine Farbe oder stellvertretend für das Verhältnis. Ja, ne? Genau. Mit dem man sich getrennt hat. Ist man im Guten auseinandergegangen. Korrekt. Und im Bösen. Du bist grün, also seid ihr im Guten auseinandergegangen. Korrekt. Okay. Das erklärt auch, warum Brahim seinen eigenen Motorradclub gründen konnte. Denn das wird in Rockerkreisen nicht gern gesehen. Genauso wenig wie ein Spitzel, also eine Vertrauensperson. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Motorradclub X. Da ist jemand und irgendeiner aus dem Club sagt, ich trau dem nicht, ich bin skeptisch. Erstmal distanziert man sich und dann wird er viel, viel, viel krasser durchleuchtet und beobachtet. Der wird beschattet. Der wird echt beschattet, das ist kein Spaß. Wie lange wird so jemand verfolgt? Also wenn das offenkundig ist im Club, man das definitiv weiß, es gibt Beweise für seine Tat, dass er jetzt gesungen hat, so etwas verjährt nicht. Mhm. Was passiert mit so einem Menschen? Auf jeden Fall, der wird am nächsten Tag bestimmt keinen Kaffee und Kuchen mehr genießen können.
Also in dem Moment, wo du dich entschließt, ich arbeite mit dem Landeskriminalamt zusammen, beginnt dein Doppelleben. Wie schwierig ist, sowas glaubhaft zu führen? Zwei unterschiedliche Lebensformen. Also ich würde es nicht machen wollen. Ich hatte mit mehreren Vertrauenspersonen zu tun in meiner journalistischen Recherchen. Also Mario Forster war nicht der Einzige. Und das sind alles Menschen, die da auch sehr drunter gelitten haben. Hast du je von Mario, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ich glaube 2018, am Rande des letzten Prozesses. Wie hast du ihn wahrgenommen oder was hat er erzählt? Gab es Phasen, wo er unter genau diesem Doppelleben gelitten hat? Ja, das hat er mir schon in unserem allerersten Treffen erzählt, dass das für ihn auch als erfahrenen Kriminellen schon schwer war. Und, was genau hat er gesagt, war das schwerer für ihn? Naja, er sagte halt, weißt du, du hängst dann mit diesen Leuten zusammen und weißt ganz genau, du lügst ihnen gerade in die Tasche und drehst dich um, erzählst jemandem anderen davon, was dieser Mensch, der dir vertraut, gerade erzählt hat. Das lässt dich schon schlecht schlafen. Und er hat ja auch gesagt, er hat in diesen Jahren viel, viel Alkohol getrunken, Amphetaminmissbrauch gehabt. Er hat auch gesagt, natürlich habe ich hin und wieder eine Nase Koks gezogen, weil es gar nicht anders geht. Und er sagte, so in den letzten Monaten hätte er es ohne diese ganzen Drogen auch gar nicht mehr ausgehalten, den Druck. Also er brauchte ständig diese Betäubung, um darüber hinwegzukommen, dass er im Grunde genommen beide Seiten auf eine Art bescheißt. Wie bist du mit solchen Vertrauenspersonen umgegangen, wenn du irgendwann erfahren hast, die nehmen Drogen, weil die kriegen das ansonsten nicht mehr auf die Kette? Ja, es ist natürlich immer wieder, stimmen die Infos? Oder fängt es an, ungenau zu werden? Aber bei Dann nehmen wir mal an, sie stimmen. Nehmen wir mal an, er hätte jetzt, oder eine vergleichbare Vertrauensperson hätte gesagt, pass mal auf, da läuft ein ganz großes Ding und da kann ich demnächst euch was drüber sagen. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Koks, um klarzukommen oder sowas. Da hättet ihr doch nicht gesagt, oh, um Gottes Willen, das ist verboten. Nee, dann wollen wir die Information nicht haben. Nee, sicher nicht, weil Verfahren wegen Drogenkonsum werden ja heute strafrechtlich überhaupt nicht mehr verfolgt in Deutschland. Das heißt, es ist zwar theoretisch eine Straftat, immer noch nach dem Betäubungsmittelgesetz, aber die werden eingestellt. Und dann ist es nichts anderes bei einer VP, also bei einer Vertrauensperson. Okay, also wird schon immer auch abgewogen. Ja, natürlich. Ja. Ja.